Guten Morgen. Und wieder mal. Ja. Jo, Leute, ein herzlich willkommen zum neuen Vlog. Mal wieder. Von der Arbeit. Ja, heute stehen drei Termine an. Das erste ist Mikrofon tut nicht. Das zweite ist, glaube ich, Display. Und das dritte Gerät ist ausgegangen. Ja, ich glaube, es wird recht okayer Tag. Beim ersten Kunden wird sich jetzt gleich entscheiden, ob es überhaupt zu einer Reparatur kommt. Denn ich habe mal so gegengecheckt, das Gerät oder der Kaufwert vom Gerät ist eigentlich ja, nicht gegenzurechnen mit dem, was die Reparatur kosten würde. Aber ich meine, wenn der Kunde sagt, will er, dann machen wir das natürlich, ist ja kein Problem. Ja. Ich werde ihm halt sagen, was kostet und dann sehen wir weiter. Ja, ganz vergessen zu erzählen, dass heute Morgen der Schornsteinfeger da war. Ja, zwischen 7 und 8 wollte er kommen. Halb 8 war er da. Also in Ordnung. Ich war halt schon um kurz vor 6 wach, weil so. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, um, ich glaube, halb 7 aufzustehen. Zumindest Wecker war auf 6:30 gestellt. Ja. Aber naja, war halt ein bisschen früher wach, war dann so. Ja, hat seine Arbeit verrichtet und hat seine Arbeit dann vor der Tür stehen lassen, wie ihr vorher im Schnittbild gesehen habt. Da mal eine Frage an mein Schornsteinfeger-Dude Dani. Machst du das auch oder lässt auch deine Arbeit einfach vor der Tür liegen? Nein, ich weiß schon, oder kann mir denken, warum er es gemacht hat. Ja, Mülleimer war halt nicht offensichtlich, wo der ist. Ne? Das, ja. Wurde zwar heute Morgen abgeholt, die entsprechende Mülltonne, aber die stand schon wieder im Kabuff. Deswegen alles gut. Eigentlich hätte er auch schon letztes Jahr kommen sollen. Da war ich aber nicht da. Das war sehr doof. Da habe ich angerufen. Dann haben sie gesagt, nee, machen wir einfach nächstes Jahr. Ich so, okay, alles klar. Soll mir recht sein. Ja, und jetzt waren sie dieses Jahr da. Ein bisschen sauber gemacht. Mit der Kutterschaufel. Ja, war glaube ich schon eine Kutterschaufel. Ja. So viel zu den Schnittbildern heute Morgen. Ja, wunderschön. Oh ja. Was wollen wir eigentlich? Keiner muss ein Schwein sein, denk nicht an dich allein. Ja, war ein ziemlich schneller Termin. Ich bin hin. Ich habe festgestellt, es ist das Mikrofon das untere. Es gibt bei dem Modell nur eins. Naja. Hätte ich auch so wissen können, aber naja. Nee, dann habe ich gesagt, ja, kostet so und so viel. Ich habe gesagt, nee, die Anschaffung war ja nur so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mal online für sie schon geschaut. Also es gibt wohl schon welche, die auch günstiger sind. Und jetzt ist der Kollege dran. Jetzt hat er es geschafft, endlich. Ja, also Termin abgebrochen. Geil. Haare ignorieren wir jetzt mal. Moment, das machen wir doch ganz einfach. Haha! Ja, ich bin zu Hause. In der Küche brutzelt was, im Backofen backt was. Gleich gibt's Essen. Ja, ich mache mir Schnitzel mit Bratkartoffeln. Habe festgestellt, dass wir keinen Pfannenwender mehr haben. Jetzt mache ich das so mit der Gabel. Das ist gar nicht mal so geil, aber naja. Hat Mama schon Bescheid gesagt, sie soll mal ein Pfannenwender raussuchen, den ich dann mal mitnehmen kann, wenn ich wieder da bin. Was wahrscheinlich morgen der Fall sein wird, denn morgen ist Feiertag. Und ich habe mich angekündigt, habe gesagt, ich komme vorbei. Ja,
Tag heute. Termine abgefeiert. Letzter Termin war Mainboard und Akkutausch. Ja, war okay. Hat ein bisschen länger gedauert, aber das ist halt bei der Art von Aufträgen so. Naja. Gut, ich warte jetzt auf mein Essen. Geh mal wieder rüber und wende ein bisschen. Und dann sehen wir uns vielleicht später nochmal. Oder morgen. Oder. Alles Alex ist immer noch da. Immer noch mit seiner Vlog-Kamera. Also lass mir mal bitte ein Abo da. Oder verschwinde, ganz einfach. Kusche links klicke oder kusche auch hier rechts klicke. Dann kommst du zum nächsten Video oder auch nicht. Jetzt verschwind. Gell? Also, gell?